viele Knutschszenen haben Nala und der Gärtner? Kommt der Butler mit Tesla zusammen? Wir haben mal tatsächlich über eine echte Dating-Show unter Influencern nachgedacht. Mach dich für eine sehr lange Zunge bereit, die jetzt gleich in deinen Mund wandern wird. Hi Freunde, mein Name ist Jonas und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Was machen meine Hände hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Wir werden heute auf entspannt ein paar Fragen zum neuen Format Villa der Liebe beantworten. Und wir werden uns am Ende dann noch ganz, ganz viele Outtakes aus der neuen Staffel bzw. aus der ersten Staffel Villa der Liebe ansehen. Sind wirklich so unfassbar lustig. Ich habe euch ja schon ein paar Outtakes gezeigt, aber es gibt noch viel, viel mehr. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Jetzt beantworte ich Fragen, die ihr mir auf Instagram zum Format gestellt habt. Es wird intime Informationen, es wird spannende Informationen und alles wird es geben. Ihr seid nämlich ziemlich frech, wenn ihr Fragen stellt. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall drauf eingehen. Auch da lohnt es sich dran zu bleiben. Folgt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne auf Instagram. Da heiße ich Jonas Rutke, hier einmal eingeblendet. Da gibt es tatsächlich auch jede Menge neuer Bilder zum neuen Format und so auch Privatbilder von mir. Kleine Nude-Bilder von mir, Nacktbilder ist auch immer mal dabei. Kann man schon mal machen. Ich versuche auch mal was in meine Story zu posten und so. Das heißt, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Lasst natürlich auch sehr gerne hier ein Abo da, um keine Outtakes und keine Infos zu unseren Formaten zu verpassen. Und natürlich auch seit Neuestem zu meinem Privatleben. Denn das teile ich ja auch mehr oder weniger ironisch und ernst. Was auch noch mehr oder weniger gut ankommt, wenn man teilweise dann ironisch auf Sachen antwortet. Aber dazu vielleicht auch noch später in diesem Video mehr. Jetzt geht's erstmal los. Ja, gerade eine neue Sprachnachricht von Jonas. Hör ich mir gleich an. Geht bestimmt um unsere Twitch-Streams. Schaut ihr da eigentlich aktuell immer vorbei? Mega, mega witzig. Ich muss zu den Fragen kommen. Sind Tesla und Cordula noch zusammen? Ich glaube, das ist so eine der zentralsten Fragen, die es ja in dieser Staffel herauszufinden gilt. Ob die beiden mehr füreinander empfinden als für Alessio oder auch als für andere Charaktere dieser Serie, fällt mir gerade ein. Das heißt aber, das ist auf jeden Fall ja die spannende Frage, die wir auf jeden Fall in dieser Serie noch herausfinden werden im Laufe der 12 Folgen, die es ja gibt. Also auch hier gleich die nächste Frage. Wie viele Folgen wird es insgesamt geben? 12. Genau, ich darf auf jeden Fall keine Fragen mehr vorlesen und dann ironisch darauf antworten. Deswegen lasse ich jetzt einige Fragen einfach weg. Das hattet ihr euch ja im letzten Video gewünscht. Denkt ihr schon an eine zweite Staffel? Wir merken natürlich gerade, dass das Format echt sehr, sehr gut funktioniert und freuen uns, dass es so unfassbar gut ankommt. Deswegen ist es schon möglich, dass es noch eine zweite Staffel gibt. Ich sag mal so, die erste Staffel endet jetzt schon abgeschlossen so. Das heißt, diese Bachelor-Reise, diese Liebesreise ist ein bisschen für die meisten Figuren dann vorbei. Kann natürlich immer sein, dass jetzt Figuren, die jetzt noch nicht ihre Liebe gefunden haben, in dieser Staffel dann vielleicht später nochmal dabei sind, in einer kommenden Staffel. Aber es ist auf jeden Fall die Idee. Vielleicht sucht ihr auch mal eine Frau ihre große Liebe und dann sind ganz viele Typen da. Hier die Jungs von Gewitter im Kopf hatten gesagt, wie witzig es wäre, wenn da die große Liebe gesucht wird. Wir sind da auf jeden Fall offen. Mal schauen, was noch so passiert. Wie viele Staffeln sind geplant? Das ist jetzt, das steht noch nicht fest. Wir schauen einfach mal, wie sich das Format entwickelt. Genau. Wird es ein offenes Ende bei dieser Staffel geben? Nein, also nicht so richtig. Es gibt so ein kleines offenes Ende, aber grundsätzlich werden wir auf jeden Fall erfahren, für wen Alessio sich am Ende entscheidet und ob es da vielleicht die große Liebe gibt. Wo ist das also? In welchem Land? Wir haben das Ganze auf Zypern gedreht und zwar auf dem griechischen Teil. Und gab es tatsächlich jemanden, der sich während des Drehs ineinander verliebt hat? Ich wage mal vorsichtig Ja zu sagen. Keine Frage, aber mega Format. Vielen, vielen Dank. Wie kommt ihr auf die Hintergrundmusik? Also es gibt tatsächlich eine Warner-Playlist, die unten bei Villa der Liebe auch verlinkt ist. Da findet ihr all die Songs aus der Staffel, beziehungsweise einen Großteil daraus. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, sind echt krasse Songs dabei, so kann man sich auf jeden Fall mal geben. Magst du deine Rolle? Tatsächlich ja, also ich muss sagen, jetzt nachdem ich Jojo gespielt habe in Krass-Klassenfahrt, das ist ja dieser komische Junge mit der Propellermütze, der aber sehr glücklich ist, der wenig Sorgen hat, oder doch, er hat eigentlich immer sehr viele Sorgen, ne? Schon auch ein sorgenvolles Leben. Die Butler-Rolle, sorry, die war jetzt ja wirklich mal was komplett anderes, so irgendwie dieses förmliche Reden und hat auch sehr viel Spaß gemacht, so hat die auch ganz coole Storylines und war eine Rolle, die ich schon sehr gerne gespielt habe, kann ich sagen. Wie viele Knutsch-Szenen haben Nala und der Gärtner? Ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele es insgesamt sind, aber zählt gerne mal mit und schreibt es dann hier in die Kommentare. Ist Fatima in echt so asozial, also mit der Jugendsprache? Nein, also Paula redet natürlich auch ab und zu mal privat in diese Richtung und so, aber mehr dann auch aus Fun. Grundsätzlich ist sie natürlich nicht so wie ihre Rolle und das ist auch immer so schade. Einige Leute, es wäre auch mal cool, mal wieder einen richtigen Bösewicht oder einen Psycho zu spielen oder irgendwas oder so abgedrehte Figuren. Aber dann besteht immer das Problem, dass einige Leute denken, dass man das in echt ist und das ist dann immer so ein bisschen frustrierend, weil man natürlich einfach nur eine Rolle spielt, so wie es ja andere Schauspieler in Serien auch tun und das bei YouTube immer alles so ein bisschen verschwimmt. Aber auch Paula spielt natürlich als Fatima nur eine Rolle. Wie seid ihr auf die Idee für diese Show gekommen? Ich wurde tatsächlich gezwungen, eine Folge Bachelor zu schauen. Jonas hat das Format natürlich auch im Kopf. Und wir haben mal tatsächlich über eine echte Dating-Show unter Influencern nachgedacht, dass es ganz witzig wäre, aber so ein bisschen, wenn man dann immer merkt, das ist ja auch die Idee, um das hier gerade einmal zu erklären, bei all diesen RTL-Formaten, wie Leute dort immer bloßgestellt werden, vor die Kamera gezogen werden, wie überdreht und aber dann trotzdem echt alles irgendwie ist. Und dann nehmen wir das immer und finden es irgendwie total spannend und haben da auch unfassbar viel Spaß dran, sei es bei Krass Klassenfahrt als Parodie auf Krass Schule oder auch hier. Natürlich sind diese Formate schon irgendwie selbst immer Comedy-Formate und Parodien auf sich selbst, wenn man so will. Aber wir versuchen immer nochmal eins draufzusetzen. Und dadurch, dass das Ganze fiktiv gescriptet ist, mit all diesen Stilmitteln auch von Scripted Reality zu spielen und daraus dann diese Comedy-Formate zu machen und haben da richtig, richtig viel Spaß dran. Natürlich ist es so ein bisschen so, auch wir wollen halt eine ganze Staffel erzählen. Und um das so ein bisschen zu erklären, einige sagen auch immer, es muss noch mehr Parodie sein. Aber man selber hat ja auch Bock so auf echte Emotionen dann irgendwie oder beziehungsweise Emotionen der Figuren. Und damit das Ganze sich halt auch so über eine ganze Staffel trägt, wollen wir halt auch dann echte Storylines erzählen und hier und da einfach mal eine Botschaft platzieren.
platzieren. Das haben wir auch in Klassenfahrt schon gemacht. Das ist so ein bisschen immer die Idee hinter den Formaten. Kommt der Butler mit Tesla zusammen? Das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall einen Zustand, wo die beiden was miteinander haben. Auch in der Serie, wie es dann am Ende ist, das hängt ja so ein bisschen mit der ersten Frage zusammen, ob Tesla sich dann am Ende für Cordula, für Alessio oder auch für den Butler entscheidet. Gibt es noch Outtakes von Klassenfahrt Staffel 6? Ne, da sind alle gezeigt, aber es gibt heute Villa der Liebe Outtakes und auch in den nächsten Wochen noch ganz, ganz viele Villa der Liebe Outtakes. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Hier wird es noch echt sehr, sehr lustig. Sind die, die in der Serie was miteinander haben, in echt auch zusammen? Ich gebe mal ganz kurz einen Satz in den Raum, den ich für diese aktuelle Zeit super, super spannend finde und der auch viel dann, glaube ich, teilweise mit dieser Wut zusammenhängt, sodass selbst dann teilweise auch von unserer Seite nicht immer alles ganz konkret beantwortet wird. Es gibt ja einen Unterschied dazwischen, dass man sagt, man ist zusammen, man ist in einer Beziehung und man hat was miteinander. Meine Ansicht ist auch so ein bisschen, es gibt viele Leute, die immer beispielsweise direkt in einer Beziehung sind und dann sagen, ja, das ist es jetzt und jetzt lieben wir uns und dann ist eine Woche später vorbei. Und deswegen so ein bisschen einfach dem Ganzen Zeit zu geben und beispielsweise eine Person kennenzulernen, könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Wenn man was miteinander hat, sollte man auch direkt in einer Beziehung sein oder kann man dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben? Finde ich, können wir alle mal ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht ist das auch so ein Hinweis für viele Spekulationen der aktuellen Wochen. Jetzt schauen wir auf jeden Fall mal in die Outtakes rein. Das ist wieder, ich rede ja immer so wahnsinnig viel, ich weiß. Wir schauen jetzt mal in die Outtakes rein. Hier sind die Outtakes aus Folgen 4 bis 8. Das ist, glaube ich, nicht so, was groß spoilert und so. Man kann sich die Outtakes, glaube ich, schon geben. Ansonsten wartet gerne noch, bis alle Folgen da sind, aber wird jetzt auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Deswegen schaut jetzt gerne rein. Hier sind die Outtakes aus den neuen Folgen Villa der Liebe. Ganz viel Spaß damit. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, Freunde. Ja, erzähl dir eine Story. Jetzt einfach sagen, ja, erzähl doch mal von unserem ersten Mal. Bitches! Er sagt das. Er ja, bitte. Moment, dann lachen. Wir waren abschätzen. Ja, nur, dass wir es noch drin haben. Was denn jetzt? Was ist denn er? Ja, keine Ahnung. Wir waren da so mitten in der Bewegung, aber wir müssen es wieder machen. Okay. Ah, wir haben dieses Wunsch- und Befehl-Ding weggelassen, ne? Haben wir das nicht früher mal gemacht? Dann machen wir es mal. Okay. Oh. Die beiden sind total nett. Das freut mich. Das. Was? Was ist denn jetzt los? Wir müssen das einmal mit Kacke machen. Noch ein jetzt erstmal. Ja, wir machen einmal den, der weg. Was? Okay. Es gibt Regeln in diesem. Ich bin so freundlich, schlafen zu gehen. Was soll das? Du weißt, dass Uli da schläft. Ich wollte dich überraschen. Komm. Nele. Nala, gell? Ja, Nala. Warte. Oh, ups. Falsch verbunden. Und eine angenehme Nacht, ja. Ja, auch. Dankeschön. Dankeschön. So besessen irgendwie, ne? Was machst du denn hier? Ich muss noch sagen, oder? Okay. Warum hast du den Schlüssel? Ich sage dir doch, ich bin nicht hier, um Mädchen, ich schwöre, pass auf! Du wolltest dich schon! Das teure Besteck! Ihr müsst da noch weitermachen, damit er einen Grund hat, auch noch das. Ja! Warum lachst du, wenn ich mit dir rede? Was willst du? Ich schwöre, pass auf! Warum hattest du die ganze Zeit den Schlüssel? Warum bist du mich hintergangen? Nochmal, aber schön. Ihr sollt das anfangen! Das reicht, Alessio! Schleich so umbringen! Mädels! Digga, verpiss dich! Perfekt, und jetzt holst du ihn ein bisschen mehr aus. Perfekt. Mann, ich muss gerade lachen. Weil ich die ganze Zeit wusste, ich hab's. Ja. Ich weiß nicht. Das ist so geil. Jetzt sind wir da vorne, jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Oh oh. Wie weit ist die Scheiße weg? Ich klappe dann immer so die Blätter ab. Ganz toll machst du das. Mach dich für eine sehr lange Zunge bereit, die jetzt gleich in deinen Mund wandern wird. Sehen wir uns dann später nochmal? Klar. Okay. Und jetzt. Ja, richtig. War auf jeden Fall sehr schön. Aber das mit uns ist Geschichte. Hättest du vielleicht Lust? Dazu, ich muss was sagen. Was heißt? Das war auch schon so. Wir müssen uns etwas überlegen. Ich hab's. Sie muss Ah, fuck! Ich wusste es!
Wir müssen uns etwas überlegen. Ich hab's. Scheiße. Wir müssen etwas unternehmen. Okay, Sekunde. Das ist natürlich viel, ne? Hallo, pass mal. Guck sie ruhig mal an. Guck sie an, okay? Ich hab's gesehen. Sorry. Ich hab's. Sie muss. Ich hab's. Sie muss verbannt werden. Verbannt? Komm. Dieser Blick ist so. Wo bin ich? Bin ich jetzt im Fernseher? Okay, deswegen volle Konzentration, damit wir das jetzt hinbekommen. Ich grüße jeden, den ich kenne. Hallo Mama. Warum tauchen hier eigentlich immer neue Leute auf? Fuck, ich hab den Text vergessen. Ja gut, wenn wir schon bei Wahrheiten sind, wusstest du, dass deine Freundin Alessio schon geküsst hat? Wie bitte? Was ist denn da am Ende passiert? Ja. Okay. Hey, du, komm. Was genau soll die da verabschieden? Ich glaube, die wollen sich schlagen. Lächerlich. Das war richtig männlich. Das letzte Satz noch. Das war richtig männlich. Achso, ich dachte, du sagst zu mir, das war richtig männlich, wie ich geredet habe. Ich so. Ich bin extrem enttäuscht von ganz vielen von hier. Ja? Okay. Ich habe mir die. So? Eine Runde. Eine Runde. Ja, das ist und dann am Ende nochmal so. Digga. Okay, dann muss ich. Nein, einfach nur drehen. Ich hab ein bisschen vergessen, was ich sagen soll. Ja. Aber. Was sonst? Ich glaube, ich verbrenne mich selbst. Nein. Ich verbrenne mich selbst. Ich verbrenne mich. Ne, Ich verbanne mich selber, okay? Wohin verbannen? In die Hölle? Nee, nach draußen. Sehr oft hast du wieder den Ding, der nicht mehr gesagt. Ey, ich finde es so komisch. Cool, ich hoffe, dass es jetzt mal sagen. Problem ist, heute fliegt leider kein Flieger mehr zurück und deswegen müssen wir noch leider eine Nacht länger hier in der Villa der Liebe bleiben und fliegen dann morgen früh zurück. Villa der Liebe. Der Liebe. Villa der Liebe. Scheiße. So ungefähr. Gehen halt zusammen mit ihm zum Nacktstrand. Was soll ich so? Achso. Entschuldigung. Sorry. Ich hab's voll im Auge. Sollen wir einfach nochmal? Ja, klar. So, nee, haben wir jetzt. Haben wir im Kasten. Nehmen wir. Nee, ich finde, wir sollten auch die Handys hier lassen. Ich hab zu schnell geredet. Sorry. Ich hab viel zu schnell geredet. Ja. Alle so. Ich weiß gerade nicht warum, aber ich bin gerade nochmal erkannt. Ja! Ist euch warm? Ja. Ja. Angenehm. Nee, ist euch kalt, muss ich sagen. Nochmal. Achtung.